Heute vergleichen wir ein 20-Euro-Sushi-Menü für zwei Personen versus ein 524-Euro-Sushi-Dinner. Kann es sein, dass es in einer Speise so große Unterschiede gibt, dass der Preis 26 Mal so teuer ist? Um das herauszufinden, befinden wir uns heute in Japan. Direkt auf dem Außengelände des Osaka Fischhändlermarkts finden wir ein kleines Sushi-Restaurant mit dem Namen Endo Sushi, das sich hier bereits seit über 110 Jahren befindet und seither ein beliebter Ort für Arbeiter und Touristen ist. Hier gibt es eine 2-Personen-Sushi-Box für nur 20 Euro. Das war so ziemlich das günstigste, hochqualitative Sushi, das ich für diesen Vergleich gefunden habe. Crazy für den Preis, oder? Ich glaube, in Deutschland würde es Menschen geben, die diese Holzkiste allein für 20 Euro verkaufen würden. Sojasauce haben wir an der Seite. Entweder dippt man das Nigiri leicht mit der Fischseite in die Sojasauce oder man beträufelt den Fisch leicht, so wie wir heute. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Boah, ich bin beeindruckt. Wasabi ist auf jeden Fall schon drin. Üblicherweise wird Sushi in Japan bereits mit Wasabi zubereitet, welche sich bei Nigiris zwischen Fisch und Reis befindet. Einfach rein. Das schmeckt genial. Ich habe selten so frischen Fisch gegessen. Das schmeckt so frisch und sauber und lecker. Der Reis ist etwas klebrig und matschig. Die Reiskörner sind schon so gefühlt ein bisschen überkocht und werden eine Masse. Aber die Qualität des Fisches, wow, unglaublich. Sushi-Reis ist etwas kürzer und runder als beispielsweise Basmati- oder Jasmin-Reis. Außerdem klebt Sushi-Reis stärker und erfordert eine sehr spezielle Zubereitung. Das ist auf jeden Fall die früheste Stunde meines Lebens, um Sushi zu essen. Mit Schlaf, ohne Schlaf nicht. Isst man das Grüne mit? Weiß ich nicht. Wasabi schon. Der hat Power. Was ist das aber für Fisch? Schmeckt gut. Weißt du nicht? Mm-mm. Fisch ist ein bisschen, ich würde sagen, oder sehr viel zäher als Lachs, aber hat die gleiche Konsistenz irgendwie und ein bisschen sanfter. Und der Wasabi hat richtig Power bei denen. Wow, das war ein guter erster Biss für heute. Das müsste Jakobsmuschel sein. Auf jeden Fall eine der größten Frühstücke, die ich je hatte. Crazy. Wir stehen einfach irgendwo in Osaka und snacken Sushi auf einer Euro-Palette. Oder auf einer Japan-Palette. Unagi, also Aal. Wow, übelst lecker. Wow, wow, wow. Mmh. Sehr schade, dass man es da drin nicht hätte alles zeigen können, aber das Sushi muss man auf jeden Fall probieren. Ist wirklich crazy. Wow, Uni. Der Seeigel, auch einer meiner Lieblinge. Mm. Der schmeckt ein bisschen weird, muss ich sagen. Der schmeckt ein bisschen weird. Mm. Der war es nicht, Alter. Nee? Der war ein bisschen bitter. Boah, ich liebe Uni, aber der... Vielleicht hätte ich das nicht runterschlucken dürfen. Der schmeckt so frisch. Direkt vom Thunfisch runtergeschnitten und auf den Reis drauf. So schmeckt das. Lukas ist Sushi-Lexikon, by the way. Wie heißt das Ding? Fishy Eggs. Salmon-Eggs. Das ist einer meiner favorite things, muss ich ehrlich sagen. Das hier, meine verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, ist roher Calamari. Und ich weiß, dass es sehr, sehr fettig schmecken wird und für den ungeübten Sushi-Esser auf jeden Fall interessant ist, und ich habe es jetzt mit euch zum ersten Mal. Rein damit. Aber der geht voll klar. Super. Das ist so fettig, cremig. Und Verhältnis von Reis zu Fisch stimmt. Sitzt. Was für ein geiler Truck. Crazy, oder? Einfach Müllabfuhr. Ja. Kommen wir zum Finale. Der Thunfischbauch Toro. Ich würde mal behaupten, das ist so halbfetter Thunfisch. Sieht sehr köstlich aus und meistens so mein Favorite-Stück auf der Sushi-Platte. Die haben nicht gegeizt auf jeden Fall. Alles in allem auf jeden Fall einzigartig, super lecker. Für den Preis so eine Fischqualität, so einen frischen Fisch zu schmecken, hatte ich auf jeden Fall noch nie. Teilweise zumindest, bei der Uni bin ich mir nicht ganz sicher, dass er auf jeden Fall ein bisschen weird geschmeckt. Alles in allem auf jeden Fall sehr geil und ich bin jetzt auch sehr gespannt, was unser Luxus-Sushi da noch drauflegen wird. Bevor wir jetzt aber zu unserem 524-Euro-Sushi-Dinner weiter nach Tokio fahren,
wollte ich unbedingt in die Hallen des Fischmarktes hinter uns schauen. Der sogenannte Osaka Central Fish Market ist eigentlich keine Touristenattraktion, sondern mehr ein Ort für Händler, wo um 4 Uhr morgens eine 30-minütige Thunfischauktion stattfindet. Und eine Sache wollte ich auf meiner Japan-Reise unbedingt sehen, nämlich wie ein Thunfisch zerlegt wird. Unglücklicherweise waren die meisten Händler schon fertig für heute und einige Stände bereits geschlossen. Auch Inasan, den wir kennenlernten, meinten, sie haben ihre Thunfische schon vor einigen Stunden auseinandergenommen. Aber plötzlich änderte er seine Meinung doch noch. Boah, das sieht gigantisch aus. Auch diese gelben Flossen noch dran, gell? Diese gelben kleinen sind Flossen, oder? Ja. 104,5 Kilo wiegt der. Dieser Brummer auf jeden Fall. Boah, ich wollte sowas schon immer mal in echt sehen. Hamatoro. Yes. Ah, das ist Toro Part. Yes. Ah. Ist der Toro Part der Thunfischbauch? This is expensive. The good one. Yeah. YouTube. YouTube, yes. Auf jeden Fall beeindruckend, wie der Kollege einfach den ganzen Fisch mit diesem Messer auseinander nimmt. Also ich meine, nur dieses Messer. Jeder Handgriff sitzt. Du musst die gesamte Anatomie des Fisches auswendig kennen, damit du das so schön und präzise und sauber auseinandernehmen und zuschneiden kannst. Wow. Beautiful, very good. Clean. Wow. Also ich wollte sowas schon immer mal in echt sehen und wonderful. Das ist crazy. It's crazy to see it like in real life. Dieses Messer ist einfach so scharf. Es gab nichts, was es nicht geschnitten hat an diesem Fisch. Crazy. Deba Knife. Deba Knife. Thank you guys, really appreciate it. Very cool. Crazy boy, he. Arigato. Arigato. Thank you. Bye-bye. Arigato. Thank you. Für unser heutiges Dinner habe ich zwei ganz besondere Plätze gebucht in Tokios beliebtem Stadtteil Ebisu. Das da müsste der Laden sein. 4F. Der Laden heißt so nicht 4F. Der ist auf der Ebene 4F. Ah, ich dachte, der Laden heißt 4F. Echt jetzt? Ja. Nein. Das hat man schon mal, das ist 3F, das ist 2F. Glaubst du, die heißen alle 2, 3, 4F? Glaubst du, dass das jetzt wirklich mein Ernst war, oder? Die edelste Art Sushi zu essen nennt man Omakase. Übersetzt bedeutet das so viel wie ich überlasse es dir. Womit weder gemeint ist, dass man à la carte bestellt, noch ein wirkliches Menü im Vorhinein sieht. Wie das genau abläuft, seht ihr gleich. I'm Lucas and this is Sabrina. Okay, right. That's it. Fühlt sich auf jeden Fall schon sehr special an. Ja, und es ist so leise. Keine Gerüche, so clean, so sauber, so unberührt, sodass man sich 100% auf das Sushi konzentrieren kann. Omakase-Restaurants bieten im Regelfall nur 8 Plätze an, wodurch man bei den beliebten Restaurants oft Monate im Voraus buchen muss. Auch der Preis hebt sich offensichtlich deutlich von den üblichen Sushi-Restaurants ab. Ein Platz kostet heute 262 Euro ohne Getränke. Das ist das längste Glas, das ich je hatte. Ja, das ist fast wie so, wenn man im Kino sitzt, oder? Und dann kommt noch so Werbung und dann geht's langsam los. Und da ist die Leinwand. Ich rieche auch schon den Grill. This is really young maguro and I grill just skin side, so use this soy sauce, please. Arigato. Ladies first. Yeah. Also wie Butter im Mund, das geht komplett und das, die angebratene Haut ist so knusprig. Ganz zart bitter vom Grillen und diese angegrillte Haut ist wie ein Mini-Chip, der so. Bei einem Omakase-Dinner weiß man meistens nicht, was kommt, sondern lässt sich Gang für Gang aufs Neue vom Sushi-Meister überraschen. Meister Endo kümmert sich mit der Unterstützung seiner Assistenten um alle 8 Gäste gleichzeitig. Gang für Gang wird von ihm persönlich vor uns zubereitet und serviert.
Buchweiznudeln mit irgendetwas, irgendeinem Teil eines Fisches drüber geraspelt, von dem wir nicht wissen, was es ist, aber irgendwas mit den Eiern zu tun hat. Wie so Sportstäbchen sind die. Leichtgewicht, wie so ein Speer. Ganz kurz senkt man Popcorn, aber dann ist es so eine nach Sojasauce schmeckende Sesamnudel. Es wird auch einfach jeder Gang einfach frisch vorbereitet. Im Sinne von, brauchst du zum Fisch Sojasauce, wird Sojasauce dabei stehen. Wird das Nigiri später schon Sojasauce bestrichen, wird keine Sojasauce dabei stehen. Boah, ich bin ja so gespannt auf den Reis, ja. Der klebt so zusammen, aber klebt nicht zusammen. Weißt du, ich meine, wie als ob nur jedes Reiskorn nur an einem Nanometer mit dem anderen zusammen fixiert wäre, aber nicht zusammen gepresst. Sobald die in deinen Mund kommen, zerfällt es und du spürst jedes einzelne Reiskorn unversehrt. Die Lachseier sind so sanft. So überhaupt nicht lachsig, weil das kann auch Mama gern zu intensiv schmecken. Die elegant. Ich glaube, das ist Aal. Aal, hast du schon Aal gegessen? Klar. Du auch schon mal sehr. Ich bin auch irgendwie so, ich habe schon mal Aal gegessen. Nuhirito Endo lebte eine Zeit lang in London, um Fußballprofi zu werden. Kehrte jedoch zurück in sein Heimatland, um in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, der ebenfalls Sushi-Meister war. Endo trainierte sogar unter Takashi Saito, der als einer der besten Sushi-Köche Japans bekannt ist. Auch Meister Endo ist angeblich kurz davor, seinen ersten Stern zu erhalten, und wir haben heute das Glück, in den Genuss seiner Sushi-Kunst zu kommen. This is white oil. This is the salt and Japanese pepper, Sancho. So please use it if you want. Nice. Bisschen Pfeffer, bisschen Salz. Wie kann eine Haut so knusprig sein? So knusprig und brüchig, aber trotzdem nicht fest. Das ist einfach ein Chip, diese Haut. Wie auch vorhin schon bei diesem Thunfisch. Bei diesem Maguro. Schau mal, das ist da ganz oft eingeschlitzt, diese Gurke. Also die ist komplett aufgesaugt in diesem Saft. Ich merke sogar eine langweilige Gurke lecker. Es ist auch so, jeder Gang ist irgendwie aufeinander abgestimmt. Das ist zuerst ein Fisch, dann kommt die Gurke, damit dein Mund wieder erfrischt ist. Und jetzt kommt wahrscheinlich wieder irgendwie ein Fisch oder so, der noch mehr schmeckt. Sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant aus, was jetzt kommen wird. Was auch immer das ist, das habe ich noch nie gesehen. Monkfisch, lieber. Monkfisch? Monkfisch? Was ist das? Seeteufel ist das. Oh mein Gott. Alles liegt schon bereit, was du brauchst für deinen Biss. Gib da keine Eigenkreationen hier. Schmeckt doch irgendwie süß, oder? Das ist ganz weich, das ist süß. Zieh dich mal. Arigato. Shiitake mushroom and Japanese radish. Ich finde, Pilz ist schon sowas. Jeder isst es irgendwie so, aber ich habe noch nie irgendjemand gehört, der gesagt hat, boah, geil, Pilze. Noch nie. Pilze. Was machen wir jetzt aber damit? Taschentuch essen. Was ist das? Ich weiß nicht. Müssen die anderen beobachten. Schauen, was sie machen. Er neben uns ist, der kennt sich aus. Ich glaube, jetzt geht's los mit Sushi. Kann das sein? Ich habe auf jeden Fall noch nie so eingelegten Sushi-Ingwer gesehen. Der eingelegte Ingwer dient beim Sushi-Essen übrigens, den Mund geschmacklich zu neutralisieren, und kann gerne zwischen jedem Gang probiert werden. Es geht los, die ersten Nigiris kommen. Anders als bei unserem Sushi-Frühstück heute Morgen werden die Nigiris bereits vom Sushi-Meister mit Sojasauce bestrichen, die oftmals zusätzlich mit Dashi und Sake verfeinert wird. In Japanese it's called kiss. I don't really know. What's it called in English, sorry. Because it kind of local fish. Ich glaube, das macht schon sehr viel Sinn mit dem Tuch. So, du bist auch immer dazu eingeladen, auch in solchen Restaurants das Sushi mit der Hand zu essen. Ja, aber ich nehme trotzdem gern Stäbchen. Aber Feierabend. Das kann ich jetzt auch hier so sagen. Das ist mit Sicherheit das Beste. Sushi, das ich hier hatte in meinem Leben. Die Konsistenz des Reises selbst, des einzelnen Reiskorns, ist wie so ein bisschen wie eine kauige Nudel. So ähnlich wie ein guter Ramen. Du hast einfach Spaß, auf dieses Reiskorn zu beißen. Der Reis ist ganz anders als das Sushi, was ich kenne.
der ist auch nicht süßlich, der hat ein bisschen einen Eigengeschmack. Wusstet ihr, dass eigentlich der Reis beim Sushi als primäre Zutat gilt? Wohingegen der Fisch mehr die sekundäre Zutat ist. Jeder Koch hat natürlich auch seine eigene Geheimrezeptur, was die Speise so spannend macht. Also achtet beim nächsten Mal Sushi essen auch unbedingt auf den Reis. Besser als das erste. Ich lieb's auch, das Nigiri mit der Fischseite auf die Zunge zu legen. Ist auch geil, wenn du diese Schnitte spürst. Wow. Ich frage mich, über was sie reden. Die reden schon die ganze Zeit so, als ob die beste Freunde sind. Wahrscheinlich über EM, WM, Fußball aus Japan. Alter. Sieht ein bisschen aus wie Hering jetzt. Ein bisschen säuerlicher. So saftig, so frisch. Kommst von einem Gang in den nächsten. Diese Ruhe, mit denen die Nigiris oder überhaupt das Sushi zubereitet wird. Einfach angenehm. Der Typ da hinten schreit die ganze Zeit rum, aber trotzdem ist irgendwie ruhig. Macht Spaß. Thank you. Spanische, geräucherte, auch wenn nur für 5 Sekunden, aber dennoch geräucherte Makrele. Die Sojasauce ist der Fisch, die ist schon im Fisch. Schmeckt man direkt, dass es geräuchert ist. Ist sehr lecker. Schmeckt mir nach dem Thunfisch am zweitbesten. Weißt du, warum die Stäbchen in diesen Garnelen waren? Warum? Ich sag mal so, ich weiß es, aber ich lasse die Frage unbeantwortet. So. Mal schauen, ob es ihr wisst. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Okay, Shrimp, beziehungsweise Garnele, der Klassiker. Man schmeckt auf jeden Fall, dass es nicht überkocht wurde. Mhm. Also noch so schön biss. Mhm. Süßes Fleisch durch die salzige Sojasauce. Mhm. Wow. Weißt du, was es ist? Also drunter ist Reis und das drüber. Ach, vielleicht irgendwas mit Fisch oder so. Mhm. Ja. Das schmeckt wie wenn du Krebsfleisch kochst. Zu einer kräftigen Brühe, das nimmst, die Brühe abtropfen lässt und das Fleisch auf Reis platzierst. Auf Sushi-Reis. Auf sehr leckerem Sushi-Reis. Und ich muss auch sagen, das ist das perfekte und auch Extrembeispiel von japanischer Küche und Perfektion. Das sind so simple Zutaten. Es scheint so unspektakulär, aber die werden mit solcher Sorgfalt und Liebe und Zuneigung behandelt, dass einfach Magie daraus entsteht. Alle schauen mich an gerade. Und genau das meine ich, hier hat es einfach dieses Stück Kalamari, das aussah wie ein Klotz Silikon, so lange bearbeitet und fürsorglich behandelt, dass es jetzt da liegt und aussieht einfach wie feinste Zanderfilet-Stückchen. Und anstatt Sojasauce diesmal mit einem Spritzer Zitrone, du siehst, da ist nichts Braunes drüber. Limette. Sorry, Limette. Ist der Zeh? Ich stelle mir den Zeh vor. So eher so komisch, oder? Das ist schon was anderes, das ist schon gewöhnungsbedürftig. Der ist roh gewesen. Habt ihr schon mal Garnele roh gegessen? Das ist so eine schmierige, auch butterähnliche Konsistenz, so fettig, ölig. Genauso schmeckt das auch. Zusammen mit dem Spritzer Zitrone, genial. Das ist auf jeden Fall der zarteste. Ich weiß, ich habe den Satz heute schon oft ausgesprochen. Ich persönlich würde mir wünschen, es wäre ein bisschen dünner geschnitten. Es war vielleicht ein bisschen zu viel, aber abgesehen davon sehr stark. Oder? Ja, ein bisschen dünner wäre, glaube ich. Ich habe mal nach zwei Gläschen Sake für Anfänger gefragt. Macht man sowas mit Sake? Zu wanken? Ich glaube nicht. Wow, das ist sehr lecker. Stell dir vor, er tut einfach nur so nett. Wir denken so, er hat gesagt, ja okay, bring ihm den und den, der ist gut für Anfänger. Stattdessen der Preis, bring ich ihm halt einfach den teuersten. Und es geht weiter. Sardin. Ich glaube, da ist fast Sojasauce und Zitrone drauf. Ultra zart, ultra simpel. Nicht sonderlich kompliziert. Auch schön fettig. Ich glaube, es gibt niemanden, dem dieses Stück Sushi nicht schmecken würde. Außer vielleicht...
Spaß. Das ist sehr gut. Nehmen wir 11月じゃないですか. Theo. Nice. Nochmal gegrillt. Das sagt er da, da haut schon ganz schön rein, Puffo. Nochmal gegrillte Aal. Anders. Viel weicher und süßer. Und harmoniert super mit dem Wasabi. Ich glaube, jetzt gibt es mal Makis zur Abwechslung. Müsiro, Iji-Kira. Hast du gehört, was er gesagt hat? Ja, it's the last piece. Ja. Ein schönes Konzert geht zu Ende, meine Damen und Herren. Und das letzte Stück kriegt man direkt in die Hand. Ich dachte eigentlich, dass es vielleicht was Süßes gibt am Schluss. Ja. Arigato. Hi. Ohne zu übertreiben war das einer der schönsten und leckersten Dinner meines Lebens und absolut kein Vergleich zu unserem Sushi-Frühstück in Osaka, weil man es wortwörtlich einfach nicht vergleichen kann. Die 20-Euro-Sushi-Box heute Morgen war einfach extrem frisch und lecker und unser 524-Euro-Omakase-Dinner war ebenfalls extrem lecker. Der größte Unterschied war dennoch im Reis zu schmecken und vor allem bearbeitete Meister Endo heute Abend einfach jede Zutat so klug, um das Geschmackserlebnis zu maximieren. Summa summarum würde ich trotzdem beides jederzeit gerne wieder essen.